Da geht also unser Geld hin. Na gut, machen wir das Beste draus. So, wir müssen jetzt die Aufgaben verteilen zwischen den beiden Angestellten. Also Antigirugan und ihm hier. Du machst mal Gameplay, du machst mal Engine. Du machst... nee, Girugan macht auch noch... Du brauchst keine Story. So. Steering Wheel, Simple Cutscenes. Das lassen wir einfach frei. Geht nicht. Okay, dann du. Das könnte echt eng werden mit den beiden. Vielleicht hätten wir doch lieber ein kleines Spiel machen sollen. Blub, 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 blub. So. Bessere AI, Level Editor. Anti-Girugon. AI. Du da, du da und bist völlig überpowered. Dialoge runter. So. Jetzt sind beide komplett ausgelastet. Und wir haben noch eine dritte Stage. Stopp. Marketing. Magazine. Okay. Choose. Hype ist 2. Mal gucken, wie es denn mit der dritten Stage aussieht, wenn keiner mehr Power hat. Kommen bestimmt richtig viele Bugs. So. Open World Racing Simulator. Mal gucken. Mal gucken. Was da passiert, wenn die so dermaßen ausgelastet sind. Wahrscheinlich produzieren sie einfach nur langsamer. Komm schon, ein bisschen mehr Bugs weg. Wir brauchen unbedingt eine dritte Person. Und wir haben kein Geld mehr. Also fast kein Geld mehr. So, finish. Toll, ist was anderes, ne? Da ist ein neuer Rekord, ja, aber ich weiß nicht. Vielleicht reißt das Steering Wheel ja was raus. Vielleicht hat kein anderer sowas bisher schon benutzt. Mit Glück. Mal schauen. Anti-Girugan Level Up, das ist gut. Day and Night Cycle Stereo Sound. Field Position. Mhm. Nee. Ja, es ist teuer. Aber wir haben gerade gesehen, dass wir kein Medium-Spiel rausbringen können ohne einen dritten. Und das muss ein Grafiker sein. 50.000, okay. So. Game Review. Pop Racer 1986. Gib mir 7. Och, Menno. Ich hätte sagen sollen, gib mir 9. Den hätten wir wenigstens nachbekommen. Na, wenigstens eine Mitleid 7 dabei. Die gleiche 5 wieder ausgeglichen wird. Ich könnte mich mal. So, du. Research. Wir brauchen ein neues Topic. Dungeon. Research. Du. Trainier mal. Ja, wir müssen trainieren, das ist wichtig. Gut. So. Du nimmst Code. Du kriegst gleich dein Willkommenstraining. 146 Design ist nicht so viel. 283. Das klingt schon viel besser. So. Train. Willkommenstraining. Okay. Die Genesis war das? Okay, die Oasis. Du bist weg. Uns interessiert momentan nur unser Geld. Und wie viel unsere Sachen verbrauchen. Weil so wirklich viel bringt das nicht. 1,8 Millionen. Na gut, du entspann dich ein bisschen. Können wir dich in Urlaub schicken? Nein, noch nicht. Okay, wir haben jetzt bessere Contracts. Ich glaube, ich mache mal einen Contract zwischendurch. Contract Work. 7 Wochen. Bringt 51.000. Braucht primär Design. Braucht eine Mischung aus beiden. 4 Wochen. 4 Wochen. Das hier klingt gut. Accept. Jungs?
Schneller. Wir sind drei Mann, komm schon. Das war nicht schön. Contract failed. Minus 26.000. Und Zeit verschwendet. Genau. Er hat kein Problem damit. Wir können ruhig nochmal probieren und Geld in den Sand setzen. Das ist doch doof. Nee. Ja, bald müssen Leute in den Urlaub geschickt werden. Ist okay. Momentan aber noch nicht. Momentan brauchen wir ein Spiel, das Geld verdient. Topic. Dungeon. Genre. Wir wollen keine RPGs. Na gut, hilft nichts. Dungeon RPG. Plattform PC für Erwachsene. Hoffentlich. Medium. Und es ist ein Dungeon Crawler. Anti-Engine. Gib uns Geld. Das ist kein Steering Wheel. Lineare Story und Cutscenes sind okay. Mehr Story und Quests. So, du bist unser Anti-Girogon, mach die Engine. Jonathan Lee ist unser Techniker. Du bist der Designer. Ich glaube, es muss andersrum. Story und Quest hört sich eher nach Design an als Gameplay. Okay. Komm, plopp, 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 plopp. Das muss ganz schnell hochgehen. Du, da kratzt dir viel zu häufig am Kopf. Okay. Ist immer noch nicht gut. So. Dialoge können ruhig ein bisschen höher. So, Anti-Girogon macht die AI. Unser Technikmensch macht das Level-Design und der Designer macht die Dialoge. Nee, andersrum. Der macht schon wieder beides hier. So, der Designer macht das Level-Design. Techniker macht die Dialoge. Jonathan Lee, Dialoge, ja. Nicht jeder Dungeon Crawler muss Dialoge haben. So. Mehr Punkte, mehr Punkte, mehr Punkte. Research-Punkte haben wir schon mal eine Menge, das ist gut, aber ich hätte gerne mal wieder einen Hit. Sonst wird das hier nichts. Und der will 50.000 haben für Security. Und die gebe ich ihm auch jedes Mal. Das ist vollkommen okay. Punkte sehen gut aus. Stopp. Marketing. Magazine und Demos für 150. Das ist viel zu viel. Magazine müssen reichen. So. Open World in einem Dungeon Crawler. Ja, so ein Business war schon schön. Weil man wirklich verschiedene Bereiche des Dungeons erforschen kann und nicht alles nacheinander abarbeitet. So, Anti-Girogon ist ein bisschen ausgelastet. Jonathan Lee ist ein bisschen ausgelastet. Achso, wir sollten ihn nochmal irgendwo einteilen, ne? So. Jonathan Lee kann ruhig ein bisschen mehr. Girogon ein bisschen weniger. So, das sieht doch sehr gut aus hier. Okay. Hype 6. Komm, mehr Hype. 7. Punkte sehen auch gut aus. Das könnte echt was werden. Wochenkohle. Hype 8. Viel zu viele Bugs. Hype 9. Bugs müssen weg. Chop, 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 chop. Hype 9. Sauber. Oh, mal gucken. Neues Topic, neue Combo. Super Combo. Zack, zack. Gutes Management. Na also. 1,9 Bonus. 3D-Grafik Level Up. Anti-Girogon nicht. Er auch nicht. Ist okay. Stopp. Du. Oh, erste Kritiken sind da. Komm schon, Dungeon Crawler. Ja, das gibt Geld. Und 9. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit etwas Glück kommen wir zurück auf unsere 3 Millionen. Es ist echt harte Arbeit, da wieder hinzukommen.
Ich hätte in der Garage bleiben sollen. So, du machst Urlaub. Du trainierst. Und zwar das Piratendesign-Ding. Und du erforscht. Und zwar Tag- und Nachtzyklus. Nee, Stereo-Sound. Für 120.000. Und wir müssen uns auch gleich eine neue Engine dazu basteln, ne? Na gut, hilft nichts. Machen wir erstmal nur Tag- und Nachtzyklus. Nur für den Fall, dass Dungeon Crawler doch nicht so der Super-Hit wird, wie er hoffentlich doch wird. 19. Das ist gut. Das ist richtig gut. Sehr schön. 1,9. 2,1. Research. Neues Topic. Alternate History. Romance. Das sind alles nicht so tolle Themen. History. So, du machst immer noch Urlaub, du trainierst noch, ist alles gut. 2,3 Millionen, 2,4 Millionen und schon 6.000 Fans. Guti, das haben wir doch mal aufgefangen. Ich sage mich jetzt schon wieder neu starten. Das wäre nicht so schön. So, du hast nichts zu tun. Wieder gar nicht. Du halt dich einfach mal bereit. Und sobald du fertig bist, zack, neues Spiel. Wir brauchen was Neues. Wir haben gerade History erforscht. History Simulator Strategy. History, es muss ein Medium-Spiel überhaupt Geld brauchen. Plattform PC, Game Engine, Anti-Engine 1. Nero 2.0. Starten. So, alle sind ausgeruht. Steering Wheel brauchen wir nicht. Story und Quest kann runden. Na, lass es mal so. Damit die nicht zu schnell ausgepowert werden. Genau. Also Engine, Gameplay, Story und Quests. Ich glaube, ich tausche die beiden mal aus. So. Dann ist Jonah Chen, Designerin fürs Gameplay zuständig und er für die Story und Quests. Weil Story und Quest heißt ja nicht unbedingt, dass man sich groß inspirieren lassen muss oder so. Vielleicht heißt das auch einfach nur, dass man die Dialogbäume gut strukturiert oder was weiß ich. Ich hätte gerne Mouse-Over-Informationen. Aber na gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Komm, plopp, 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 plopp. Wir brauchen ganz viele Punkte. Das sind nicht so viele Punkte. Ah, doch geht. Warte mal, ich probiere jetzt was aus. Ich mache jetzt schon Magazine. So, baue ein bisschen Hype auf. Und nachher, so Mitte der... Okay, Anfang der dritten Phase machen wir nochmal irgendwas. Und kriegen dadurch hoffentlich noch mehr Hype. So, das kann ein bisschen höher. Anti-Gierungen macht die AI. Jonathan Lee macht Dialoge, weil dafür eh nicht so gut ist. Und Level Design macht unser Designer. Okay. So, Hype baut sich auf. Punkte rattern rein. Dungeon Crawler hat 1,6 Millionen generiert. Das ist schön. Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen immer mehr. Wir sind Menschen. Das gehört dazu. So, Stage 3. Jonathan Lee ist ein bisschen überfordert. Also gehen wir mal hier runter. Alles 100%. So, und jetzt kommt nochmal Marketing. Und zwar 500.000. Wir machen nochmal Magazin. Gucken wir mal. Halb 5. Halb 9. Halb 10. Halb 11. Simulationsspiele sind momentan sehr populär. Mist. Okay, Simulation, das steht da auch. Können wir es noch ganz kurzfristig ändern? Ich denke mal nicht, ja? Hype 13, 14, ach du gute Güte. Bugs weg, schnell Bugs weg. Schnell, 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 bevor Hype runtergeht. So. Neuer Rekord für Technik.
Neue Topic, neue Combo, Super Combo und Management, oder? Warum kein Management? Alle waren. Ah, genau. Man muss nur meckern. Ich wollte gerade sagen, alle waren 100% ausgelastet. Das ist doch toll. Also, eigentlich ist 40% ausgelastet ziemlich toll, aber ja. Release Game. Ja, und jemand Level 5 erreicht. Sehr schön. Das ist dieser Boost, den wir schon mal hatten. So, keiner muss in Urlaub. Das heißt, du. Kritiken sind drin. Wir haben richtig viel Hype. Also wenn das Spiel jetzt nicht gut wird, haben wir ein Problem. 7 ist. Geht so. 6 ist weniger als geht so. Ah, gut, ausgeglichen. Okay, jetzt noch eine 8, dann ist alles gut. Nee. Mal gucken, was die Fans dazu sagen. Aber vorher, du erforscht bitte 3D-Grafik Version 2. Du trainierst bitte, und zwar Code. So, und du trainierst bitte Piratendesign. Komm, Rang 19. Und 100.000 monatliche Kosten. Das ist Hammer. Okay, der Super-TES kommt. Alle haben darauf gewartet, nur wir nicht. Wir haben zu tun, müssen Geld verdienen. So, sie ist fertig. Er braucht bald Urlaub, aber noch nicht. Ich will nichts riskieren. Du research nochmal was Neues. Time Travel, das klingt doch interessant. Research. Dann machst du gleich Urlaub. Nämlich jetzt. Dürfte ja nicht allzu lange dauern bei dem kleinen Balken. Und ist wieder da. Warum bist du nicht wieder da? Junge, genau. So. Neues Spiel. Medium. Für alle Simulationen waren. Time Travel Simulator. Das ist ein sehr interessantes Spielkonzept. Das hätte ich gerne. Ein Zeitreisesimulator. Mit so Was-wäre-wenn-Geschichten. Planet der Chipmunks. Schreibt man Chipmunks so? Okay, dann halt so. Planet der Hamster. Time Travel Simulation Plattform ist der PC. Ruhig für alle. Anti-Engine 1.1. Weiter. 3D-Grafik noch Version 1, weil Version 2 haben wir noch nicht in eine neue Engine gepackt. Kommt aber bald. So. Noch kein Hype. Steering Wheel brauchen wir nicht. Wer ist momentan überfordert? Jonathan Lee hat wenig zu tun. Story und Quests. Zeitreise und Quests ist auch bestimmt interessant. Ja doch, machen wir mal so. Bisher hatten wir es zwar eher so, dass bei Simulationen die Story- und Design-Sachen nicht so wichtig waren, aber mal gucken. Wir haben richtig viele Research-Punkte. Ich hätte aber gerne mehr hier Punkte. Also haut rein. Und wir hätten gerne Marketing-Magazine. Hype baut sich auf. Dialoge können ruhig ein bisschen runter. Bessere AI-Level, bitte. Ja. Wo bleibt der Hype? 1 Million verkauft. Also für 1 Million. Hype Level 2. Kommt irgendwie nichts. Müsste gleich in Phase 3 sein. Genau. Anti-Girogon ist ein bisschen überladen. Jonah Chen ist ein Ticken überladen. So. Stage 3. Wir brauchen nochmal Marketing. Ich weiß nicht. Einmal Marketing hat nur 2 Hype gebracht. Was soll's? 50.000. 5, 6. Das ist doch genau das, was gefordert wird. 7. Punkte ploppen auch schön rein. Fast gar keine Bugs. Das ist genial. 7. Warum nur so wenig Hype? Nein, Bug hat sich reingeschlichen. Neuer Rekord in Technik. Trend Match. Das ist auch ein Bonus. Achso, das gibt noch einen Bonus auf die Erfahrungspunkte.
ist momentan ziemlich Wayne. Ich will mehr Geld haben, weil 2 Millionen ist kein sehr großer Puffer zu diesem Zeitpunkt. Hört sich irgendwie komisch an. 2,1 Millionen reichen auf keinen Fall für den momentanen Zeitpunkt. 2,1 Millionen reichen nicht für ein Leben eigentlich. Aber gut. Wir haben ganz viele neue Sachen zum Erforschen. Okay, forschen. Und dann noch eine neue Game Engine. Wir hätten gerne... Easter Eggs. Die sind in jedem Spiel toll. Du... AI Companions, du... Wir ballern gerade recht viel Geld, ich weiß. Aber das Spiel müsste gleich reinkommen und wenigstens ein bisschen Geld einfahren. Und du Research bitte... Multiplayer. Okay, Planet der Hamster. Gib mir. Oh, da waren viele 10 bei. 7. 7 ist... Ja, 7 halt, ne? Immer noch 7? 8 ist besser als 7. Komm schon, 9 ist besser als 8. Ja, okay, das könnte was werden. Vor allem mit dem Hype und so. Gib mir Platz 20. Gib mir 17. Wow. Wow. Sehr schön. Stopp. Research. Hätten wir gerne in einer neuen Engine noch irgendwas drin. Stereo Sound auf jeden Fall. Dann research du doch bitte nochmal Video Playback und du research bitte noch. Was haben wir neuen Topics? Wir haben keine neuen. Oh, wir haben keine neue. Oh, wir haben keine Research Points. Dann trainier mal ganz kurz. Game Design Zeug. So, Sony bringt was Neues raus. Ist okay. Oder hat vor, was Neues rauszubringen. Aber es ist uns egal. Wir haben kein... Wir haben keine 50.000 an Lizenzrechten über für so ein Zeug. Wir haben eigentlich viel mehr über für so ein Zeug, aber das passt schon irgendwie. So. Und die Konsole gibt es wohl doch nicht. Ist alles okay. So, du trainierst, du machst das. Und die Simulationsgeschichte ist weg. Also okay. Pausieren wir mal ganz kurz. Planete Hamsters noch am Kaufen, Verkaufen. Platz 24. Wir sind fast wieder auf die 3 Millionen. Ich bin versucht, jetzt noch einen dritten anzustellen, damit die Spiele noch mehr Power bekommen. Aber erstmal will ich speichern und einen kleinen Cut machen. Also bis gleich.